Ja, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Beat-to-Beat Fantasy Heaven Remix. Rhythm Heaven Paradise, genau. Rhythm Paradise meine ich. Ah, da steht's ja. Ja, ich hab das ganze Score da. Ja, danke. Und mir den Failord. So, und ich fange an. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben nach Remix 1 und jetzt kommt der Erbsenzähler. Erbsenzähler. Gar nicht stimmt. Spiel! Spielst die Erbsen auf, sobald sie angerollt kommen. Je mehr du aufgespielst, umso mehr kriegst du zu essen. Okay, zeig, was du kannst. Erbsenzähler. Ich weiß nicht, die Schrift sieht einfach so aus, als wenn sie so klingen würde. Sieht aus wie so eine, weiß ich nicht, ob das eine Kategorie wäre bei You Don't Know Jack. Zeit fürs Essen. Stimmt, heute ja. Gibt es Flitzererbsen. Oder Flitzerpsen? Flitzerbsen, jetzt habe ich es richtig verstanden. Mit A spießt du die anrollende Erbsen auf. Oh, Flitzerbsen fand ich lustiger, weil am Ende wird daraus Flitzekacke. Ja, aber erst loslegen, wenn du das Signal hörst. Was ist denn das Signal? Gut machst du das, Kind. Und jetzt versuch's mal ohne das. Nee, vergiss es. Oh. Ich mach einfach meinen eigenen Beat. Ich schlage deren Beat mit meinem Beat. Das heißt doch Beat to Beat. Ja! Sehr schön. Versuchen wir jetzt mit einem was-Timing? Anderem Timing. Na, das war doch sehr gut. Ich hab nicht mal wirklich hingehört. Ich hab einfach gedrückt. Manchmal ist instinktiv vielleicht sogar besser, als zu viel drüber nachzudenken. Also dann guten Appetit. Oh, das wird nichts. Lass es dir schmecken. Na dann. Warum ist der nicht? Bin ich jetzt irritiert, dass er nicht jedes Mal ist? Ja, das macht mich voll fertig. Die können doch nicht einfach die ganze Prämisse ändern. Na, dann wird's sich wundern, was gleich kommt. Er trinkt auch. Schnippt er so ein Glas rüber? Was wird das denn? Das sag ich ja, das wird dich überraschen. Ich frag mich nur, wie dieser Mensch aufgebaut ist, weil wenn du das so falsch auf der Gabel hast, dass du dann jedes Mal husten musst, als wenn du es so... Ja, wie dieser Mensch aufgebaut ist. Serienstechen ist nicht deine Stärke, ha? Huh? Oh, das gute alte Serienstechen. Du bist also nicht... Jack the Ripper. Nein. Ich hab so einen Hunger. Naja, wieso... Ich bin John the Forker. Wieso sollte es einen Unterschied machen, wo auf der Gabel die Erbse ist? Du kannst sie doch trotzdem essen. Ja. Also wie muss man aufgebaut sein, um sich davon zu verschlucken, nur weil die Erbse zwischen den Vielleicht, weil man Zinken erwartet, ist. Dass sie auf dem Zinken ist, aber dann ist sie dazwischen, deswegen ist das Timing beim Schlucken anders und ich hab da auch keine Ahnung. Thank you.
heißt das eigentlich, wenn die nicht zwischen den, also wenn die zwischen den Zinken ist? Ist halt okay, aber also ist nicht kein perfekt. Ist kein perfektes Timing, sondern genau. Okay. Also nicht misslungen, aber ja, ich verstehe schon. Ja. Burger. Ach, das ist ein Burger jetzt. Okay. Ja, ich würde sagen, das war ganz gut. Ich denke, das wird ein Superb werden. Nett von dir, danke. Geschickter Umgang mit der Gabel. Und aber nur okay. Drei Strich beherrschst du perfekt, aber nur okay. Da war offenbar doch noch genug. Miam, das war absolut köstlich. Und wenn du Superb hast, wahrscheinlich, oh, ich bin so voll. Ich finde es fürchterlich, wie Miam ausgeschrieben würde. Du hast den Duettmodus freigeschaltet. Ah. Ab sofort kannst du einige Spieler auch zu zweit genießen. Wahrscheinlich aber ist der erste einige. Der Gabelmodus. Mal gucken, welchen haben wir denn? Wir kommen beim Duettmodus. Rhythmusspiele hier können alle zu zweit gespielt werden. Je mehr Spiele du im Solo-Modus freispielst, umso mehr Spiele sind auch im Duett-Modus verfügbar. Außerdem gibt es im Duett-Modus natürlich auch noch Endlos-Spiele. Wow. Viel Spaß mit den Spielen zu zweit. Ja, Erbsenzähler ist der erste, den wir jetzt zu zweit machen könnten. Und dann Endlos-Modus Erbsenzähler. Na, lass uns erstmal noch weitere freischalten, sonst... Okay. Ich will nicht nochmal Erbsen zählen. Tambourin-Team. Was ist denn das? Ein Affe, der mit dir spielen will? Äffe seinen Rhythmus auf dem Tambourin nach, okay? Kommt nach Äffen sollst von du eigentlich, Affen? Weil ich gerade angefangen habe? Ja, also, weiß ich nicht. Warum nicht immer abwechseln? Okay, Tambourin-Team. Und dann, weißt du, kann jeder mal das Spiel spielen, weil ich verkack's und dann machst du es richtig und dann verkack ich das nächste und... Willst du für mich nicht Tambourin spielen? Nein, aber... Ich mach dir alles einmal vor. Wow. Oh, mein Zeichen machst du es mir nach. Dann. Du musst drücken! Auf sein Zeichen! Was ist sein Zeichen? Ach so, wenn er Krick macht oder was? Ja, genau. Wenn er wieder Krick macht. Ach so, ich schlag gar nicht mit der Hand zu. Dann. Das bringt mich durcheinander. Warte, was ist denn die 1? Hä? Demo. Die Demo spielt das Spiel für mich. Fantastisch. Naja, das zeigt dir, wie du es machen musst. Ach, ich muss mehrfach machen. Ich muss das ja. Ja, das weiß ich doch nicht. Die drücken sich total bescheuert aus. Deswegen habe ich dir doch auch vorgemacht. Ich dachte, du willst mich quasi einzählen und wenn ich sage, mach jetzt. Nein. Das ist fürchterlich, dieses du Spiel. Du musst nachmachen, was er macht. Ja. Warum war der letzte jetzt so falsch? Ach so, da musst du nicht nochmal machen. Das ist einer zu vier, den du machst. Nee, du machst 1 zu 4. Ja, aber... Dann. Nein, genau. Das ist irritierend. Warum zählt sein nicht als... Genau so muss es laufen, weil er in dem Moment nicht mit dem Tambourin schlägt. Ja, aber das ist doch scheißegal. Er macht ein Geräusch. Affengeräusch, Tambourin, ist ja das Gleiche. Naja. Jetzt einfach in allen Weihnachtsliedern Tambourin mit Affengeräuschen austauschen. Es gibt Tambourins in Weihnachtsliedern. Nein, nicht Tambourin, aber halt den Schellenring oder was auch immer das okay. immer ist. So dieses... Oh mein Gott, ich muss auch noch trommeln. Oh, um Himmels Willen, ich hätte nicht spielen sollen. Siehst du, da ist das mit der Hand. Versuch's gleich auch mal. Dann. Da. Ja, genau so macht man das.
Und jetzt äff mich nochmal nach. Vergiss es. Genau, 7 Mal und dann ist gut. Sehr gut. Ich glaube, jetzt hat sie es. Jetzt wird's ernst. Oh nein. Jetzt muss ich ja noch drauf achten, was er tut. Ja, zu wenig. Was mach ich? Da, 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 da. Ich kann mir nicht merken, was er tut. Das ist zu viel für meinen Kopf. Was macht der Pilze als Beine? Dafür hast du aber am Anfang, ja, als du das erste Mal die Hand vor den Kopf geschlagen hast. Ja, da ging es, da habe ich angefangen. Hast du funktioniert? Da habe ich angefangen, mich zu konzentrieren, aber ich kann die Konzentration nicht so lange halten. Das ist doch Wahnsinn. Deswegen riecht es hier so verbrannt. Ja. Um Gottes Willen. Aber war gut genug. Tambourin, tschüss. Fick dich, du Scheißaffe. Lösch deine ganze Art aus. Also die Frösche waren cool. Oh Gott, was ist das denn? Das Schweine? Sind Schweine? Oh Gott, Schweinebande. Schweine auf dem Stuhl, Konferenzraum. Im Konferenzsaal, sorge mit deiner Sekretärin dafür, dass dieses Treffen ein echter Hit wird. Das klingt ja fürchterlich. Konferenzraum. Ich weiß nicht, warum in den Ecken so Masken sind, aber... Das sind Schweinenasen. Oh. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. Hallo? Wir sind komplett. Ach, wir sind komplett? Da beginnt die Konferenz. Zunächst sollten wir Plan A diskutieren. Bitte bremsen Sie Ihren Stuhl mit A. What the fuck? Ich hasse dieses Spiel. Warum? Magst du das Bremsgeräusch nicht? Nee, das ist alles in Ordnung. Oder sind es die deppenden Schweine, bevor deppenden Ding war? Ich hasse einfach, dass hier nichts vernünftig mit Worten erklärt wird. Es geht einfach los, bremse ihren Stuhl. Und dann könnte irgendwas passieren. Also, ich war heute beim Doktor und er hat mir gesagt, bremse ihren Stuhl. Plan B, bremsen Sie auf mein Signal alle Ihre Stühle. Alle Ihre... Hey, ich hab doch gedrückt. Hä? Der macht gar nichts. Warum macht der nichts? Weiß ich nicht. Ist das A oder A oder B? Ich bin mir nicht sicher. Okay. A und B habe ich jetzt gerade gemacht. Ich versuche mal nur B. Ne, das geht nicht. Ach so, ja. Okay. Okay, ja, A und B dann. Ich dachte nur, dass da vielleicht eine kleine Pause oder so. Das 1, 2, 3 kommt zu schnell einfach irgendwie. Das ist so nicht im Takt oder irgendwas. Ich sehe, es besteht keine weiteren Fragen. Das würde ich nicht sagen. Ich hoffe, Sie erhalten diese Leistung aufrecht. Cool. Heißt das, alle Leute in Konferenzen sind Schweine? Bestimmt. Thank you.
Was war das denn? Der war ja voll aus dem Takt. Plan B hat also absolut nicht funktioniert. Ach komm, so schlimm war es jetzt auch nicht. Das war schon ganz gut, versuch's weiter, danke. Aber Plan A funktioniert perfekt. Auch nicht ganz, da habe ich auch einen verkackt, aber... Wir sollten eine Pause einlegen, ja. In der Mitten der Folge? Das glaube ich nicht. Zeit für Schweine. Zeit zu. Zeit, ein Like zu lassen. Das war die Pause, so. Ja. Habt ihr geliked? Gut, dann könnt ihr jetzt auch noch subscriben, danke. Leuchtet der Button nicht, wenn man subscribe sagt? Ich glaube schon, dass der nicht leuchtet. Ja, doch, der leuchtet. Achso, das ist jetzt üben, wenn du nochmal üben willst. Mit Minus kannst du direkt in den Song. Ich weiß natürlich genau, was zu tun ist. Das ist ja fies. Oh, der letzte ist halt so böse. Ja. Yeah. Plan A hat absolut funktioniert und Plan B hat absolut nicht funktioniert. Aber was ist mit Plan C? Für Captain. Erziele bei Date zu viert jetzt eine perfekte Leistung und erhalte erste Liebe, erste Kicks als Bonuspräsent. Was? Spiele. Neue, weitere, mehr Spiele. Nein, zurück zu den Schweinen. Wir sitzen so lange im Konferenzraum, bis wir es geschafft haben. Ja, oh Gott. Ich bin rotierende Schweine. Ja, viel Spaß. Das sagt die Sekretärin. Nichts hat funktioniert. Fahr zur Hölle. Na, die sagt nicht mal was zu Plan A. Nee, warum sollte sie auch? Das war so perfekt, da muss man nichts mehr sagen. Ja, komm. Oh, das ist man aber auch jedes Mal immer wieder im Konferenzraum. Sag ich ja, das ist das Schlechteste. Du mal mit deinen Superlativen. Naja, aber... Ist schon nicht durchdacht. Natürlich der letzte wieder, aber bis dahin haben alle getroffen, also. Ich denke, das sollte funktionieren. Ja. Aber nur okay, weil ich einen Plan B nicht geschafft habe. Oder hatte ich den am Anfang auch verkackt? Das weiß ich nicht. Heute ging es richtig rund. Oh, fick dich doch. Was geschieht nun? Die Uhr. Oh. Oh, Äffchen. Die könnte schwierig werden. Weil es bisher so gut lief. Deine neue Armbanduhr ist etwas anders als die meisten anderen, aber wenn du sie erst richtig bedienen kannst, hast du viel Spaß an ihr. 1, 2, 3! Äffchenuhr! Oh, cool. Jetzt darfst du high-fiven. Oh. The fuck? Äffchenuhr-Anleitung! Ersten Affen... Ach so, erstens, Affen messen die Zeit über Berührungsimpulse. Schön für sie. Drücke A, sobald der Sekundenzeiger einen Affen passiert. Das sind keine Affen. A. 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 Ihr könnt mich alle mal, verpisst euch. Ich will die Hände weg. Social Distancing, Corona, habt ihr noch nicht was von gehört? Ich versuche reinzukommen, aber die Musik macht einfach nur dü 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 dü.
Ich höre nur auf das. Das höre ich gar nicht. Es sei denn, irgendeiner muss treffen. Es sei denn, er will zwischen den Beats haben, warum auch immer. Nee, in dem Moment, wo der Zeiger weitergeht. Ja, immer dann, wenn der Zeiger okay, gerade rüberspringt. Also komplett alles ignorieren, was mit Ton zu tun hat. Irgendwie schon. Ich habe dir eigentlich den Ton richtig weitergegeben, aber irgendwie hat es ja nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dann, ob einfach deine Reaktionszeit zu kurz war. Glaube ich nicht. Einige der Affen sind nicht ganz im Takt. Ah. Ab jetzt oder auch schon vorher? Nee, ab jetzt. Die sind lila. Ach so. Klatsche nach Ukiku. Dappa, dappa. Da musst du zweimal. Ja, ich muss dappa, erstmal wieder dappa. In den Dings reinkommen. Da. Es sind zu viele Impulse auf einmal, ich bin überfordert. Da. Nee, hier viel Spaß, das ist mir zu viel. Okay. Damit komme ich nicht zurecht. Das ist mir also. Ja, es ist nicht einfach und irgendwie nach den Kurs, also zwei schnellen Schlägen hintereinander, ist auch schwierig, dann den ersten, warum auch immer, zu treffen. Ja. Lemmings? Damit du dich halt nicht nur aufs Visuelle konzentrierst. Aha. Ich glaube, der Remix war dann auch richtig doof, weil man die am Ende hier auch immer wieder noch treffen muss. Siehst du, warum ich gesagt habe, oh nein, die Uhr? Ja. Gut genug. Oh. Danke. Danke, ja. Ihr habt mir Mühe gegeben. Essen ist fertig in 3, 2, 1, jetzt. Okay. Ah, cool, dann kommt jetzt der Remix 2. Cool. Ja, gefährlich. Ich mach einmal vor, wie es geht und dann. Ja, cool, danke. Spiele mehrere Spieler. Oh, diesmal rockige Rhythmen, wie schön, ich liebe Rock. Remix 2! Yeah! Jetzt noch rockiger. Da fliegt mir gerade das Blech weg. Stop.
zu. Was? Achso. Warum war das Äffchen jetzt da? Weil es der Remix ist. Nein! Ich muss einfach was er machen. Ich weiß sogar nicht mehr, was was macht. Das ist zu viel für mich. Das sind zu viele. Das ist eine komplette Reizüberflutung. Warte, warte mal ab, bis wir bei Remix 10 sind oder so. Ja! Du hast 3 getroffen. Gib mir doch etwas mehr Mühe. Nein! Oh Gott. Du spielst wie ein frisches Ei, das noch gebrütet werden muss. Ja, danke. Ich bin mir meiner Jugend bewusst. Oh Gott. Oh Gott. Du hast es wieder auf 69 runtergebracht. Nice. Das war mein einziges Ziel. Ab jetzt spiele ich ernst. Nee. Oh. Ja, mal sehen, ob ich es besser hinkriege. Ich habe den Schellenring noch nie gemacht. Das ist viel zu viel. Bei dem Schellenring, da kommt er mit der Animation nicht mal ordentlich her. Der kommt nicht, das wird doch zeitlich gar nichts. Ich versuche den noch einmal. Ja, mach das bitte nochmal. Gott sei Dank ist die Folge trotzdem gleich vorbei. Oh. Ja, ja, ich bin frisch gebrütetes Ei, ich verstehe schon. 1, 2, 3, Rom ist nur noch Brei. Ja. Ja. Hä? Der macht das, der macht mit dem Schlag, der macht den nicht so schnell hintereinander. Hm. Der hat den zweiten jeweils nie angenommen. Und ich verstehe das nicht. Das ist ja dam, 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 dam. Und der hat das, warum auch immer, hat er nur jeden zweiten Schlag angenommen. Der hat die nicht mal ansatzweise irgendwas gemacht. Und ich verstehe nicht, warum. Einmal versuche ich ihn jetzt noch. Komm, mach. Aber das mit dem Schellenring verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weiß ich nicht. Was mit der Fernbedienung? Habe ich auch gerade überlegt, weil die hat ja gerade eben auch so komisch, aber da war ich, glaube ich, ein bisschen zu weit über dem Bild oder so. Ja. Die kommt viel zu schnell. Ja. Ja. Aber sollte doch wenigstens das Tambourin wenigstens geschafft und dann hat's geklappt. Man muss sich immer erst einmal beschweren, damit es funktioniert. Ich habe gerade eben erst verstanden, dass das Doppelklatschen bei dem Affen gemeint ist, dass die Affen schnell hintereinander abgeklatscht werden. Ja. Und man nicht jeden Affen zweimal abklatscht von den Lilanen. Nee, das ja, nicht. Aber das ist, weißt du, das meine ich mit den beschissenen Erklärungen. Ja, okay, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Du spielst wie ein Küken, das gerade erst geschlüpft ist. Ja, ist doch gut, ja, ganze Leben vor uns. Ja. Meine, was willst du cool, sonst tun? Fünf weitere Sachen. Oh! Chichi! Oh, oh. Und das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Beat the Beats. Klopsarbeit!
Und damit Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Beat the Beat, Rhythm Heaven. Ich bin der Waylord, er ist der Captain und tschüss, bis dann. Bye.